Hallo, wir machen weiter. Ja, es läuft. Mit dem Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir ein paar Level nachgeholt, die ich noch aus dem Endless One hatte. Jetzt gucken wir einfach mal wieder in unsere Liste. Ich bin sicher, irgendwas hat sich da getan. Irgendwas wird sich da getan haben. Wir schauen einfach mal, was sich da getan hat. Das lädt jetzt alles ein bisschen, weil ich gerade nebenher hochlade. Aber das sollten wir hinkriegen. Solange ich kein Multispieler dürfte, das ja nicht stark beeinträchtigt sein. BBC hat wieder einen Kaiserwand hochgeladen. Da rennen wir mal eben fix durch. Ich gehe jetzt einfach irgendwie in der Reihenfolge. Ich spiele es einfach, was ich gerade sehe. Bei dem nie diese Kästchen. Da muss man gegenhüppen. Ich raff nie bei dem Typ diese Kästchen. Ah. Also beziehungsweise immer dann, wenn ich sterbe. Ja, dann raff ich die Kästchen. Ist ja das Lied. Nein, ich hab dich nicht ausgelöst. Ich brauche noch gleich, ja. Okay. Keine Ahnung, das war komisch. Ich weiß nicht, was das war, aber es war komisch. Oder hat er irgendwie vergessen, den Hintergrund auszumachen? Ich weiß es nicht. Das war irgendwie was komisch. Und ich kenne das Lied einfach nicht. Aber es klang irgendwie, als würde der Hintergrund mitlaufen. Ha. Bums. Bums. Bum Bums Red Coin Festival. Ist das das Neueste von Benny Boy oder hat er noch was davor? Okay, das ist das Neueste. Auf geht's. Es ist uncleared. Let's go. Wir sind die Ersten, die das Benny Boy Level spielen. Aber ich dachte, ich kann tricksen. Schade. Okay, wir brauchen 5. Ah, jetzt komme ich nicht mehr. Ah, man sucht sich. Oh. okay, verstanden. Got it. Es gibt 3 Level. Es geht sozusagen einmal mit Link da hoch, einmal mit links, einmal mit links. Ja, da war noch der dabei und irgendwann geht der Link da rein. Okay. Aus der sicheren Schutz hinaus schießen kann ich kaum mehr. Aha. Ach, das war schon der Key. Das heißt, eigentlich habe ich jetzt ja schon das Wichtige abgeräumt und kann dann raus. Krieg damit meine ersten Münzen. Yes! Okay, hat er nicht in der Mitte, das heißt, jetzt gehen wir dann mit dem Key. Aber sonst ist ja auch ein bisschen gemacht. Sehr schön. Okay, hier
Okay, aber den kriegen wir hin. Das ist jetzt, wenn ich da jetzt sterbe, das wäre jetzt. Yo, hi. Schön. Waren wir jetzt wirklich die ersten? Okay, war ich schnell genug, bevor es jemand anders entdeckt hat. Yes. Mehr Erster sammeln. Mehr Erster sammeln. So. Okay, schön. Achso. Hier ist was zu Hause. Was willst du? Was will dir jetzt mein anderer Laptop finden? Moment, ich muss ganz kurz was wegklicken. Das hat ja gut funktioniert. Ach, dann klicke ich das. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. So. Monster Cage von Rabaros. Das klingt ungemütlich. 424. Megalovania, was hast du gebaut? Wir gucken nur rein. Wir gucken nur kurz rein. Was hast du getan? Ist das ein Bosswash oder was ist das? Oh no! Yo! Kommt man da denn aber überhaupt wieder raus? Ich meine. Achso, da kriegt man einen Schlüssel. Irgendwann gibt es einen Schlüssel. Also man muss überleben. Gut. Aber es reicht nicht, also ich muss. Es sind dann doch wieder zu viele Sachen. Also beim Anfang kann ich stehen bleiben. Das haben wir gemacht. Dann muss ich den Feuer ausmachen. Dann kann ich nicht stehen bleiben. Ja, nein, warum ich. Da kann ich auch stehen. Ich kann eigentlich sehr viel stehen bleiben. Eigentlich kann ich sehr viel stehen bleiben. Auch schon bleiben.
Mist. Oh, der, no. Dieser Sprung am Anfang ist schon fies. Ich glaube, wir lassen das. Vor allem, es kommt sicherlich mehr als ein. Weil das in der Welt noch was hier. Checkpoint dazwischen und dann kommt der nächste Käfig und dann kommt wahrscheinlich noch ein Checkpoint und kommt der nächste Käfig, die werden bestimmt immer schlimmer und schlimmer. Ja. Uno Mass Uncontrollable Wall. Was? Okay, wir gehen rein. 2 Minuten, Seko, was hat der getan? Was? Ach so. Also man kann es einfach abschließen oder man kann sich halt das Uno Mass ändern. Verstanden. So. Ich raff nix, ist aber egal, wir haben ein Level abgeschlossen. BTS DNA Walk, ja, muss jetzt nicht. Horror Music Kaiser. Ja komm, das können wir uns angucken. Happy Halloween. Kommt jetzt. Das wäre cool. Ich mag das Lied. This is Halloween, this is Halloween. Mal gucken, was kommt. Wir werden sehen. Was ist das überhaupt? Ja, was ist das für ein Lied? Achso, Not. Sorry. Achso, es ist Not. Anders als seine anderen. Ich bin verwirrt. Kommt jetzt Halloween? Ja.
keine Ahnung, was da geschrieben wird übrigens. Ich hab versucht, es nicht zu merken, aber ich nicht. Was stand da? Weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Krieg ich das in der Gesamtübersicht, was da stand? Nein. Naja, doch, wenn ich ranzoome. Moment. Who are you kids? Okay. Das war wild. Lass mich doch wieder da raus. Das war wild. Gut, Oha. Oha, Bruce Bo hat auch wieder ein bisschen viel gebaut. Okay. Ach, der hat eine ganze Welt jetzt gebaut. Ah ja, der hat jetzt die ganze. Da guck mal, da taucht einfach eine komplette Welt auf. Und man sieht ja auch jetzt, da hat er eine Karte bei seinem Symbol. Ja, gut. Ich meine, der hat coole Sachen gebaut, aber das ist ein bisschen viel. Wir spielen erst mal das Super Mario mit 2, glaube ich. Nintendo US hat ein neues Level. Es gibt ein neues offizielles Nintendo Level. Girls Make Games Castle. Okay, wir machen erst das Mario Medley und dann machen wir das Girls Make Games Castle. Was ist das denn? Haben da irgendwelche Spielerinnen ein Level gebaut oder was? Wahrscheinlich. Was soll das sonst sein? Wir spielen jetzt den Speed-Modus. Warum nicht? Röhre, was war jetzt? Nein! Kein Problem! Nein! Okay, ich darf die Blume nicht einsammeln. Nein, hier ist nichts zum Treffen. Lassen vor. Ja. Hotel.
Yes. Ja, das, so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Das hat nicht ganz so funktioniert, aber wann kommen wir auf bei was? Okay. So, Girls Make Games Castle. Try this castle course made during the 2020 Girls Make Games Summer Camp. Man schafft es in 30 Sekunden. Okay. Okay, Nintendo US, okay. Was habt ihr hier gebaut? Wow. Okay, da gehen wir wohl nicht durch. Vielleicht gucken wir uns das Level erstmal in Ruhe an und entscheiden dann den Speedrun zu schlagen, wie das dann. Achso, das macht das nicht mehr auf. Mensch, ich weiß gar nicht, was da oben stehen wird. Puh. Ach, und jetzt kann ich durch das Box durch, oder was? Nein, oh Gott, ich dachte, der trifft mich. Ich hätte So, jetzt. Lassen wir uns von nichts mehr hier treffen. Achso, die kann ihren Platz nicht verlassen. Doch, kann sie schon. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Kannst du? Oh mein Gott. Holy moly, wie soll ich. Wie soll ich. Hilfe! Wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Ja. Wait, da ist eine. Aus der Röhre kamen Pilze auch noch zusätzlich raus. Pilze raus. Was war einfach das? Ja, wie jetzt? Geh mal unten. Nein! Ist das euer Ernst? Ist das der Anfang? Das ist der Anfang. Das war Pick-a-Pipe. Gab es irgendwo einen Hinweis, welche die richtige ist? Yo, Nintendo, was ist mit Level Design? Was zur Hölle? Alter. Es ist
kann man sich doch nicht aus. Schreibt Nintendo nicht selbst in ihrem Tutorial, wenn man hier Level baut, so, hey, Trolls sind nicht cool. Mann. Ja, Mensch. Wirklich. Alter. Was zur Hölle? Was zur offiziellen Nintendo-Hölle war das denn? Ich möchte die Kommentare dazu lesen. Ich gebe dem jetzt kein... Na komm, doch bitte jemand. Wir sind mal nicht so frech. Aber was? Ach so! Okay, dann lese ich halt keine Kommentare. Ey! Das ist ja unfassbar. So, wie schafft man denn hier 27 Sekunden? Was für eine Maschine ist das denn gewesen? Wenn ich hier hochkäme, so, dann könnte ich rückwärts da natürlich reinlaufen. Ah, das haut natürlich nicht hin. Also auf jeden Fall ist der durch die Swamps gedamaged boostet. Das ist schon mal ganz klar. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wie? Das ist die Frage. Der Hund da so komisch. Nice. Dann muss ich halt da durchspinchern. Ja, aber das sind ja schon fast 10 Sekunden, die ich hier brauche. Das sind ja fast schon 10 Sekunden. Er muss doch dreimal den Boss hitten, so wie. Wie? Kommt er so schnell zum Ziel? Das geht nicht. Wie kommt man so schnell zum Ziel? Das geht doch nur, wenn man einen Weg findet, hier hochzukommen in diesem Land. Das muss der Weg gegangen sein. Ich komme doch nicht hier. So schnell komme ich da. Ich meine, da sind gute 10 Sekunden oben. So, dann komme ich zu dem Boss frei. Der muss ja auch erstmal seine Hits kassieren. Ich brauche den Schlüssel, sonst komme ich da nicht weiter. Meinst du, selbst hier komme ich nicht einfach mal eben zur Stunde? Da brauche ich auch eine gewisse Zeit. So, das war das Schnellste, was ich jetzt. Jetzt kommt. Das war das Schnellste, was ich hinkriege. Man kann wahrscheinlich von hier. Nee, kann man auch. Selbst, also, wenn wir jetzt sagen, wir sind bis hier so, ich brauche einen Hit und dann bleibt hier erstmal beide lang unverwundbar, bis ich in den nächsten Hit passe. Das kann ich auch nicht mehr unterschreiben. Also, der Kampf dauert auch nochmal mindestens 10 Sekunden. Dann muss ich hier rein. Und dann muss ich halt noch möglichst schnell da hoch. Wie geht das denn alles in 27 Sekunden? Ich muss unbedingt auf YouTube suchen, wo jemand das gespielt hat. Der Rekord ist bestimmt hochgeladen. Aber wie? Das ist ja komplett... Ich muss den Weg sehen. Das ist ja verrückt. Das kriege ich niemals hin. Aber das... Wie? Weil, wie gesagt, wenn ich alleine bedenke, was alles kommt, ne?
Das sind ja Sachen, die definitiv Zeit verbrauchen. Und zwar mehr als 27 Sekunden aus meiner Sicht. Wie hat er das gemacht? Ha, faszinierend. Aber gut, wir haben aufgeholt, so ein bisschen. Also da sind ein paar ungespielte, das ist dieser ganze PC-Plan. Und da hätten wir jetzt dann aber eine Superwelt von Busmo. Schreibt mir mal, ob euch die Superwelt von Busmo interessieren würde oder nicht. Ich hoffe jetzt mal, wir gehen jetzt mal kurz in die 1.1. Und ich hoffe mal, der hat neue Sachen gebaut. Das wäre natürlich Quatsch, wenn er die alten Sachen nimmt. Weil kennen wir es natürlich schon. Ne? Wir gehen mal kurz in die 1.1. Aber ich würde es natürlich dann schon gerne als Superwelt spielen, nicht als einzelne Level. Nur das Ding ist, wenn wir die jetzt schon kennen und er die einfach nur neu nummeriert hat und sowas. Ich weiß jetzt allerdings auch natürlich gar nicht mehr, wie die ausgesehen haben. Nur ich könnte es nicht mal sagen, wenn wir die schon gespielt hätten. Aber dann kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Bin ich ganz, oh mein Gott. Das sieht aber auch nicht gerade einfach aus. Das ist 1-1. Nein. Das ist natürlich sein. Was ja auch cool ist, gar keine Frage. Aber wenn das hier 1-1 ist, habe ich ein bisschen Angst. Oh, oh, ich dachte schon. Von dem, was da kommen kann. Okay. Schreibt mir mal wirklich, ob ihr 3 oder 4 Videos lang die Superwelt von Busmo sehen wollen würdet. Dann können wir die spielen. Ansonsten machen wir irgendwas anderes. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.